Sie brauchen natürlich eine einschlägige, gute Berufsausbildung. Fängt bei Sozialpädagogik an, über Psychologie und einschlägige sozialwissenschaftliche Ausbildungen. Unbedingt notwendig sind auch Zusatzausbildungen, bei uns überwiegend Familientherapie und kindertherapeutische Zusatzausbildungen und natürlich einschlägige Ausbildungen in den Bereichen Gewalt gegen Kinder. Die Bereitschaft, immer Fort- und Weiterbildung zu machen, gehört dazu. Alljährlich gibt es Neues, das wir dazulernen müssen, auch wie bei mir nach 23 Jahren ist es immer wieder erforderlich, jedes Jahr auch 1 bis 2 Weiterbildungen zu machen.